Ganz herzlich willkommen, Commander Fox sagt. Willkommen zurück bei No Man's Sky. Und wie versprochen, fliegen wir jetzt auf dem Planeten, der direkt vor uns liegt, denn er ist tatsächlich, man es glauben wird oder nicht, noch unentdeckt. Und schaut es euch an, das Ding ist riesig. Riesig. Also mit riesig meine ich, das Ding ist wirklich riesig. Will mir manchmal gar nicht in den Kopf, wie groß das Spiel ist. Oh, heilige Scheiße. Das war nicht so gut. Und ich werde mal jetzt hier richtig schön in die Atmosphäre eintauchen. Meine Güte. Moment, ich kann damit eine Warp-Zelle herstellen. Segnet gerade richtig. Moment. Moment. Tatsache. Okay, ich bin verwirrt. Was? Wieso? Das setze ich mal ein. Heißt das, ich habe gerade ja keine Warp-Zelle drin gehabt die ganze Zeit? Tatsache, ich bin einfach auf gut Glück jetzt irgendwo hingeflogen und habe diese komische Raumstation gefunden und dabei muss ich eigentlich hier rein. Der Weg zum Herzen der Galaxie. Das muss ich gerade mal gucken. Moment, also, drehen? Ja, ja, schon klar. Und wie geht's weiter? Freiflugmodus. Ich soll ins Herzen der Galaxie fliegen. Und hab jetzt schon... Guckt euch an. Das ist unglaublich. Das ist... All diese Sterne, die wir hier sehen. All diese Dinge. Können wir tatsächlich anfliegen. Es ist... Irre. Also mich begeistert das tierisch. Ich finde das richtig geil. Guckt euch an, wie viele das sind. Ist doch klar, dass das irgendwie nie durchgespielt werden kann. Die ganze Galaxie kannst du hier bereisen. Okay, aber, wo ist meine Heimat? Das ist meine Heimat? Ist dem so? Bin ich jetzt hier gerade? Ich habe keine Ahnung. 175.604 Lichtjahre entfernt. Nicht schlecht, Herr Specht. So, jetzt ist natürlich meine Frage. Wo soll ich hin? Zu weit zum Springen. Antrieb verbessern. Okay, also ich kann nur eine gewisse Entfernung springen. Zu weit zum Springen. Zu weit zum Springen. Also wir können wahrscheinlich nur diese Lichtbrücke hier überbrücken. Ja, hier könnte ich hin. Das wäre das Gudenquanka Sternensystem scheinbar. Und okay, fliegen wir da mal hin. Das ist natürlich eine wesentlich fixere Art zu reisen. Gefällt mir. Ich finde es gut. Klar, muss natürlich jetzt ein bisschen laden, keine Frage. Aber was sich da für Möglichkeiten auftun, ja? Also was man da alles spielen kann noch? Irre. Ich will ja nicht wissen, was vielleicht noch irgendwo versteckt sein könnte auf diesem ganzen Planeten. Ob vielleicht die Entwickler irgendwas eingebaut haben. Irgendein Easter Egg oder irgendein Planeten, der irgendwas ganz Besonderes beinhaltet. Oder, ne? Also, ich meine... Ich sag's ja nur. So, galaktisches Reisen aktivieren. Erreicht. Mehr Warpzellen für Hyperantrieb herstellen.
Antimaterie-Rezept beschaffen, Antimaterie herstellen, Warpzelle herstellen. Das heißt, wir arbeiten uns jetzt ins Herzen der Galaxie vor. Ich scanne mal hier die ganzen Schiffe. Und mach mich mal auf den Weg hier zu diesem riesigen Planeten. Ist alleine, wenn ihr jetzt, wenn man überlegt, die hätten jetzt nur diesen einen Planeten da reingemacht, den man irgendwie ansteuern kann mit ein bisschen Weltraum aus, hätte ich schon gesagt, wow, nicht schlecht. Aber so, was war denn hier eigentlich noch? Eine Fabrik haben wir entdeckt. Eine Raumstation haben wir noch entdeckt. Signal zur Alien-Fabrik folgen. Also sollen wir nicht dahin, sondern wohin? Das muss ich gerade mal gucken. Da hinten ist das. Raktisch Urla. Also ich möchte ja nicht, ich gucke mal hier gerade auf meine Anzeigen. Ich möchte ja tatsächlich nicht unterwegs irgendwie liegen bleiben. Deswegen schalte mal hier meinen Extreme Geschwindigkeitsschub ein. Der wirklich ziemlich cool ist. Obwohl es tatsächlich ziemlicher Quatsch ist, dass links und rechts irgendwelche Sachen vorbeiziehen. Weil es ist ja tatsächlich nichts. Aber das ist hohe Klugscheißerei. Die hohe Kunst des Klugscheißens, könnte man sagen. Und das kann ich ja besonders gut. Praktisch Urla, unentdeckt. Ich bin immer noch total baff, dass, weiß ich, wie viele Millionen Leute das jetzt hier spielen, ich hier auf unentdecktem Terrain mich vorarbeite. Und stopp. Halt. So, dann gehen wir doch mal direkt hier runter. Zack. Guckt das euch an. Wie ein richtiger Pilot tauchen wir jetzt hier auf dem Planeten ein. Als Kind habe ich mir sowas ja immer gewünscht. Ich fand sowas ja immer ziemlich, ziemlich fett. Habe mir damals unzählige Flugsimulatoren und weiß ich was geladen. Und wollte aber eigentlich immer genau sowas haben. Also ich wollte eigentlich immer irgendwie was haben, wo ich losfliegen kann und irgendwas entdecke und dann sagen kann, ich habe es als erster gesehen. Und alles, was ihr jetzt hier seht, haben wir als erster gesehen. Ist das nicht geil? Ist das nicht geil? Ist das fett oder ist das geil? Oder was geht ab? 6 Minuten noch, okay. Beschleunigen wir mal ein bisschen. Natürlich muss man jetzt auch sagen, dass, klar, wir haben jetzt hier ganz, ganz viel zu sehen und auch ganz viele Ebenen und wir können hier rumlaufen auf dem Planeten und so, aber im Großen und Ganzen ist es natürlich auch ein wenig karg. Das muss man auch mal mit dazu sagen. Also, das sind riesige Karten. Ich weiß nicht, ob ihr vielleicht noch von früher kennt, Project IGN. Nee, IGI hieß das. Project IGI. Das war ein Agentenshooter. War es ein Agentenshooter? Ja, war ein Agentenshooter. Was blinkt denn da schon wieder? Sekunde, ich muss hier nochmal kurz was gucken. Währenddessen fliegen wir hier mal weiter. Komisch. Irgendwas blinkt hier ständig bei mir unten in der Ecke und ich weiß nicht was. Und das hat aber auch nichts zu bedeuten. Na gut. Hier, Geschwindigkeit. Zack. Ja, Project IGI war ein Agentenshooter. Und dieser Agentenshooter war tatsächlich, oder beziehungsweise die Level waren tatsächlich auf einer Flugsimulatoren-Map gebaut worden. Das heißt, es gab irgendwie eine Ecke, wo du hin musstest, so musstest du ein bisschen hinlaufen und dann konntest du da irgendeine Basis infiltrieren und irgendwelche Daten beschaffen und sonst sowas. Aber, und das habe ich halt früher ganz, ganz oft gemacht, ich bin dann quasi dahin geflogen. Beziehungsweise geflogen bisher nicht, sondern bin hingelatscht, hab dann mein Zeug gemacht und bin dann aber von dem Missionsobjective weg und dann konntest du auch hier über elendig lange Ecken und Enden konntest du da tatsächlich, Moment, kann ich hier, naja, konntest du tatsächlich laufen und erkunden, aber es gab halt eben auch nichts zu sehen. Aber ich habe es halt trotzdem gerne gemacht, weil es war halt eben so, ja, ich guck mir das jetzt hier mal alles an und ich sehe es als erster. Und hier ist es tatsächlich auch noch so. Also früher sind bestimmt mehrere auf die Idee gekommen und gesagt, komm, jetzt laufen wir mal ein Stück weg von dem eigentlichen Missionsobjective
und machen mal was Schönes. Aber hier? Kriegst du noch die Bestätigung? Guck mal. Du warst der Erste da. Und gucke aus dem Fenster. Und ich sehe überall tolle Sachen. Und ich mir denke, ah, da könnte man eigentlich mal hin. Dann mach's aber gerade nicht. Wenn ich jetzt tatsächlich der Alienfabrik hier folgen möchte. Beziehungsweise überhaupt mal meinem Weg zur Alienfabrik. Ich hoffe ja auch, dass ich irgendwann mal ankomme. Weil die Wege sind hier tatsächlich, wow, sind die weit. Ich bin mir sicher, dass es definitiv Spiele gibt, wo du auch noch ewig lange brauchst, um irgendwo hinzukommen. Wie gesagt, EVE Online, da kannst du einstellen, dahin fliegen und dann kannst du erstmal zur Arbeit gehen, kannst wiederkommen, bist noch nie da. Das ist wirklich so. Da fliegst du dann teilweise in Echtzeit irgendwo lang. Ich hatte damals einen Arbeitskollegen, der hat das gespielt. Der hat auch mal tierische Geschichten erzählt. Und mittlerweile ist es ja, glaube ich, so, oder früher war das, glaube ich, auch schon so, dass man Raumschiffe mit Echtgeld zahlen konnte. Und das ist ein anderes Spiel. Weiß ich gar nicht. Aber da geben ja auch Leute Tausende von Euros aus, um sich irgendwelche Raumschiffe zu kaufen, die sie dann in irgendwelchen Weltraumschlachten zerlegen. Ich glaube, obwohl, da sage ich jetzt bestimmt auch wieder eine falsche Zahl, aber es gibt irgendwie eine Weltraumschlacht, die hat irgendwie, weiß nicht, 20.000 gekostet oder so. Also 20.000 Euro, 20.000 Echtgeld Euro hat die gekostet. Man, geben da Leute echt Geld dafür aus, dass sie sich da gegenseitig auf die Fresse hauen. Das ist unglaublich. Und ich frage mich eigentlich gerade, warum bin ich nicht direkt da runter, also von oben und dann, naja. Mir fallen die simpelsten Sachen immer erst viel zu spät ein. Scheiß drauf. Jetzt sind wir ja gleich da. 1 Minute 30 noch. Ich kann mal gucken, wenn ich hochfliege, ob ich dann schneller da bin. Hm, guck mal. Guck dir das mal an. Wenn ich hochfliege, bin ich beinahe sogar schneller. Da. Da, unten seht ihr jetzt die Zahl. Ruckzuck geht's. Ob so diese Interkontinentalflüge funktionieren? Ich weiß es nicht. Ich habe mich immer gefragt, warum das so ist. Entweder weil oben der Luftwiderstand nicht da ist, dass du dann eben schneller fliegst. Oder. Ja, oder weil man oben schneller fliegen kann. Aber hat ja auch wieder mit dem Luftwiderstand zu tun. Ich weiß es gar nicht. Wenn ihr es wisst, könnt ihr mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum man da schneller ist. Also warum, wenn man ins Weltall fliegt, man schneller umrundet. Die ISS zum Beispiel, ich weiß gar nicht, die umrundet ja, glaube ich, die Erde auch am Tage mehrmals. Oder ist sie nur im Sonnen? Also, ich weiß es nicht. Ich erzähle, glaube ich, gerade Mist. Aber gut. So, was geht ab hier? Was ist hier los? Wir gehen mal ein bisschen auf Tauchfühlung hier unten. Gehen mal ein bisschen runter. Da müssen wir hin, alles klar. Hoffe ich mal, dass da auch irgendwo ein Landeplatz ist. So. Ich bin da, Freunde. Ich bin da. Aber perfekt vor der Tür gelandet, würde ich sagen. Planet Raktisch Urla. Von mir entdeckt. Ich bin ganz stolz auf mich. Blitzwerfer im Multiwerkzeug installieren, um die versteckten Türen zu durchbrechen. Habe ich sowas nicht? Ich glaube, mal gucken. Hatte ich nicht schon einen Blitzwerfer bei mir dran? Ne? Ich habe doch einen Blitzwerfer dran. Ist halt gut. Oh, ich geh nicht mal. Aber. Ich kann es nicht anvisieren. Moment. Also Blitzwerfer hier. Blitzwerfer. Kampffokussierte Waffe. Rakel, rakel. Kann mit R2 aktivieren. Ja, und weiter. Vielleicht brauche ich noch ein Analysiervisier. Eigentlich nicht.
Ist doch L2, was ist los? Neue Technologie im freien Tag? Hab ich doch! Was ist denn los? Was ist denn jetzt hier das Problem? Ich habe doch ein, so ein Ding. So, ermöglicht es dem Nutzer, Planetarkreaturen zu markieren und Wegpunkte einbauen zu identifizieren. Ja, aber das brauche ich doch nicht. Ich guck mal, ob hier irgendwas rumliegt, was ich eventuell brauchen kann. Ist das Plutonium? So, guck mal meine Waffe raus. So. Kann ich hier irgendwas machen? Nein. Oh, hallo. Was zum Geier bist du denn, ey? Ist ja gut. Alles klar. Ah, seltsame Kreaturen hier. Hm. Kann ich hier vielleicht, Nee, kann ich auch nicht. Was ist denn hiermit? Ist doch alles da und Ophelan ist es auch. Blitzwerfer, Energie, Projektilwaffe. Und weiter? Wie verbleiben wir denn jetzt hier? Das ist ja scheiße. Strahlenfokussierung, Plasmawerfer, Analyse. Oh, ich baue jetzt hier noch eine Analyse rein. So, und jetzt kann ich hier gucken. Wie Sie sehen? Sehen Sie nichts? Hier sehe ich Viecher. Aha. Das sind also die Viecher, die ich jetzt hier... Nationati Tadistil. Nahingrum. Ein Nahingrum. Okay. Das ist ja alles schön und gut. Aber... meine große Frage ist jetzt eben, wie verbleiben wir jetzt hier? Ich kann die Tür nicht aufmachen. Zum Betreten die verstärkte Tür durchbrechen. Okay, so weit, so gut. Das habe ich ja jetzt mittlerweile verstanden. Aber ich habe nicht verstanden, warum ich meine Waffe nicht einsetzen kann. Ah, Moment. Ich habe eine Idee. Vielleicht. Aufpassen. Muss ich das hier rausholen? Nee, auch nicht. Bergbaustrahl? Kann ich das denn nicht irgendwie ändern? Ich habe jetzt oben den Bergbaustrahl. Aber ich müsste doch theoretisch irgendwie jetzt auch wechseln können. Keine aktive Technologie im Multiwerkzeug. Hier kann ich nur zuschlagen scheinbar. Hier kann ich visieren. Hier kann ich nichts machen. Hier kann ich nichts machen. Hier kann ich fliegen. Ah, Moment. Blitzwerfer, da ist er doch. Ist das jetzt richtig? Okay. 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 Das ist scheinbar nicht richtig, was ich hier mache. Geh bloß weg. Ich warne dich, mein Freund. Hau ab. Scheiße, was geht denn jetzt ab? Wo ist meine Waffe hin? Nachladen. Hab ich doch jetzt, oder? Oder nicht? Stehen bleiben. Ha! Was haben wir denn hier Schönes? Module! Geiler Shit. Ich speichere mal lieber. Das ist mir hier alles irgendwie gerade ein bisschen zu unsicher. Ich weiß nicht, warum ich die Tür nicht aufkriege, obwohl ich das Blitzwerfer-Ding drauf habe. Und der hier noch angegriffen? Wollen wir noch verkohlen, ey. Was ist jetzt los? Heilige Scheiße, was geht denn jetzt ab? Ich glaube, irgendwas ist hier im Argen. Komm hier auf jetzt. Komm schon. Lass mich rein. Ah, jetzt seht ihr. Klasse. Ich bin da. Wer noch? Heilige Scheiße, was ist denn los jetzt? Was passiert denn jetzt? Kommen die jetzt hier rein? Ich hoffe nicht.
Alarm deaktivieren. Irgendwo unter meinen Füßen höre ich das endlose Arbeiten automatischer Maschinen, die unbekannten Aufgaben für unbekannte Gebiete ausführen. Ein Flachbildschirm flackert, auf den Buchstaben erscheinen. Nada, nada, Atlas, entkommen uns, finden, nada, nada. Und dann wird ein Rezept zur Herstellung von Antimaterie angezeigt. Haha, geil. Mit diesem Wissen kann ich die Warpzellen herstellen. Das letzte Puzzlestück. Perfekt. Saubere Sache. Alarm ist auch aus. Schön haben wir das gemacht. Nicht elegant, aber schön haben wir das gemacht. Strahlenkühlmittel. Damit können wir quasi länger lasern, würde ich jetzt fast mal sagen. Geht da draußen nur die Scheiße ab. Soll uns jetzt nicht interessieren. Ich will jetzt Antimaterie herstellen. Was brauche ich denn dazu? Antimaterie? Kann ich natürlich gerade nicht herstellen. Weil ich keinen Platz habe. So. Antimaterie. Dazu brauchen wir Elektronendampf. Okay. Iridium, okay. Elektronendampf. Und Elektronendampf kriegen wir aus Suspensionsflüssigkeit. Und Suspensionsflüssigkeit kriegen wir aus? Wer weiß das schon so genau? Euch seid klar hier, oder was? Nee? Okay. Ach, gut. Ist hier noch irgendwas am Sein? Geht hier irgendwas ab? Keine Ahnung. Irgendwie komisch, oder? Irgendwas ist hier... hat ein bisschen im Argen. Na gut. Also. Ich könnte mal gucken, kann ich mir so ein Modul bauen? Ja. Kann ich. Produkt hergestellt. Dann gucken wir doch mal, was das hier für ein Apparat ist. Na, dann rufen wir mal ein Raumschiff. Wow! Heilige Scheiße. Das ist ja mein eigenes Raumschiff. Was soll denn der Kack? Wenn ich mal was mache, dann kommt sowas bei raus, wisst ihr? So, Grundbestandteil Suspensionsflüssigkeit kann bei galaktischen Handelsterminals gekauft werden. Das ist gut, aber was nicht so gut ist, ist, dass ich kaum Geld habe. Das heißt, ich muss mir jetzt eine Strategie überlegen, wie ich am besten an Geld komme. Und dazu muss ich erstmal mein Headset richten. Und dann müsste ich mir jetzt überlegen, ob ich irgendwas abbaue. Irgendwas, was Geld bringt. Was hatten wir vorhin, was Geld brachte? Ich weiß es nicht mehr. Ich scanne mal. Haben wir irgendwas in der Nähe? Plutonium, ja, ist klar. Da hinten ist noch so ein Rauchteil. Da ist auch noch was. Da gehe ich mal schnell hin. Das ist ja hier in greifbarer Nähe. Das ist halt eben auch nicht... nichts, was wir irgendwie großartig zu Geld machen können. Tamium und Co. Hoppala. So, klappt das mal wieder ein. So. Ja, ja, im Anzug ist wieder nichts, ist klar. So, das übertragen wir. Ich hasse das. Ist echt ätzend. Ist ätzend. Ich hasse kleine Inventare. Habe ich das schon mal gesagt? Kleine Inventare sind echt was Schlimmes. Also entweder... entweder überlege ich mir jetzt, zu einem Handelsposten zu fahren und dann auch vielleicht irgendwie gleich was zu verkaufen. Das ist natürlich nur die Frage, was. Oder ich mache mich jetzt hier auf die Suche, aber auch hier ist mein Inventar voll. Raumschiff-Inventar ist voll. Was kann ich denn hiermit überhaupt machen? Eine Speichereinheit für Gefahrenschutz und die Schildenergie. Aber unser Deflektorschild ist ja eigentlich noch in Ordnung. Können wir hier irgendwas bauen? Können wir irgendwas ranmachen? Scheinbar nicht. Beschleunigte Photonenkanone.
würde es eigentlich größer gerne machen, aber... Mit ihr versetzt sich Krieger in einen trancesähnlichen Zustand, in dem sie ihr Verlangen nach Schlaf verlieren. Aha. Eine Rarität, die nicht besonders wertvoll ist. Geil. Tja, wie verbleiben wir denn da jetzt? Ich wüsste jetzt auch nicht, was ich sonst noch machen könnte. Ja, ich kann jetzt meine Sachen hier erstmal noch auftanken. Ach Leute, ich bin gerade ein bisschen hin und her gerissen, weil ich nicht ganz weiß, was genau ich am besten mache. Und... Muss ich mal mein Vollbild wieder groß machen, ey. Sehe ja sonst ja nichts. Apropos Vollbild, wie viel habe ich denn hier noch? Wie viel Zeit? Ja, keine. Tja, super. Ja, die Folge war jetzt ein bisschen durcheinander. Ich bin viel geflogen und habe irgendwie nichts geschafft, so richtig. Eigentlich wollte ich was ganz anderes machen, denn... kam das bei raus. Naja, also, Commander Fox sagt Tschüss. Wir werden das nächste Mal Geld machen und wir werden Sachen sammeln. Was genau, weiß ich noch nicht. Aber wir machen das. Ich lass mir was überlegen. Würden Sie mir was überlegen? Hallo? Nein, ich überlege mir natürlich was. Ich weiß nur noch nicht was. Nächste Folge habe ich einen Plan. Versprochen. Bis dahin.